Herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Es gab mir letzten Tag ein kleines Problemchen, was Mikrofon betrifft. Jetzt habe ich ein neues Mikrofon. Man hört es vielleicht auch direkt, ist es besser. Ich habe vorher ein Headset-Mikrofon benutzt, was nicht wirklich gut ist, aber irgendwie ist es bei Headset-Mikrofonen ja immer so. Jetzt habe ich ein richtiges Mikrofon, was man auch schon deutlich merkt, dass es besser ist. Ja, auf jeden Fall die Spielstände, da gab es auch ein kleines Problem. Diese waren weg, jetzt sind sie wieder da. Beziehungsweise musste ich einmal komplett neu spielen. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Würde ich mal sagen, starten wir mal weiter rein, denn Borderlands 3 wartet auf uns. Weil nächstes Jahr Borderlands 4. Vielleicht auch sieht, ich wollte Geschwindigkeitsboost nur aktivieren, um schneller auf meinen vorherigen Spielstand zurückzukommen. Und dabei habe ich die falschen Tasten gedrückt. Dadurch kam es dann dazu, dass ich sehr, sehr viele Skillpunkte bekommen habe. Aber es sollte nicht weiter schlimm sein. Mal eben schauen. Alles hat sein Für und Wider. Controller, was es nochmal besser macht für euch. Wenn ich mich umsehe, dass ihr dann nicht gleich einen Brechreiz kriegt. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gemacht hatten, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich werde jetzt im Übrigen Fahrt produzieren. Okay, ich bin wieder in Sanctuary. Sei vorsichtig, die Bloodshots lagern überall um den Damm herum. Besorg dir ein Gefährt, das ein paar Kugeln abfängt. Grand RP wird jetzt wahrscheinlich in dieser Folge erstmal nicht kommen. Das ist halt so ein bisschen hin und her. Weil schon echt auf die Nerven geht, wenn da irgendwelche. Ja. Menschen, ich sag jetzt nicht extra nicht Piggy, sondern halt wirklich Menschen, die einfach Bock haben, andere so richtig auf die Nerven zu gehen. Dann hat man da selber keinen Bock mehr so wirklich drauf, deswegen bin ich da auch kaum noch online. Aber sollte sich das am nächsten Tag doch mal ändern, dann werde ich das noch erwähnen. Thank you.
scheint keiner da zu sein. Fahr einfach ran und hupe. Vielleicht wird das ja gar keine große Aktion. Ja, ja, ich öffne das Tor. Halt, ihr Idioten! Das ist keins von unseren Fahrzeugen! Die wollen die Geißel befreien! Tötet sie! Ich mache einen Mantel aus! So kommst du nicht in den Damm rein, Keule! Die Bloodshots lassen dich nicht rein, wenn du nicht in den Truck ankommst, der wie einer von ihren aussieht! Red mit meiner Verwandten draußen in the Dust! Die besorgt dir so einen Ekelschlitten! Ellie wohnt weit draußen im Banditengebiet! Sei vorsichtig, amigo! Im Ernst! Sollen, als ich die Chance dazu hatte! Terry, wie bitte? Du musst lauter sprechen! Hehe, das war super! Oh, hi, hab dich gar nicht gesehen! Mein Bruder Scooter sagte schon, dass du kommst. Ich krieg hier nicht oft Besuch, schon gar nicht so hübschen. Du willst deinen Kumpel Roland aus dem Damm retten, was? Du wirst die Bloodshots garantiert täuschen, wenn du mit so einem Spezialtrag von denen aufkreuzt. Ich hab da drüben einen, den ich mitsamt Fahrer verschrottet hab. Mein Fehler. Naja, ich habe ein ganz normales Gefährt in der Werkstatt und die meisten Teile, die wir brauchen. Das müssen wir nur mit ein bisschen mehr Banditendeko aufmotzen. Zarkenblut, Schädel und so. Du könntest dir so ein Zeug wahrscheinlich von den Banditenpatrouillen hier besorgen. Ich mal.
ein paar Banditenkarren hochjagen und dir den Banditenzierat von den Wracks holen. Und ärgere dich nicht, wenn sie fluchen. Macht dann nur noch mehr Spaß, sie umzulegen. Kommst gut klar mit meiner Schwester, was? Cool. Solltest du dich allerdings über ihr Aussehen lustig machen, dann binde ich dich an den Automaten und fackel dich ab. Aber cool. Ein Hotel mehr! Ach übrigens, ich habe meine Catch-A-Ride-Station wieder zum Laufen gekriegt. Schwing dein Hintern in meine Werkstatt, falls du ein Gefährt brauchst. Zwar alles weg, was die Banditen austeilen, aber ich will nicht, dass er länger gepoltert wird als unbedingt nötig. Ich transportiere eine wertvolle Fracht für Papa Hogan und ich lasse mich nicht nochmal ausschrauben. Sein Freund! Hast du die Teile? Super! Bring sie her, dann machen wir dich startklar! Modifikationen noch, dann bist du startklar. Okay, sieht gut aus. Jetzt müssen wir es bloß noch ins Catch-A-Ride-System reinkriegen. Jetzt kannst du dir an jedem Catch-A-Ride so ein Banditengefährt besorgen. Schau bald mal wieder rein, Keule. Und Scooter soll aufhören, meine Kunden in Brand zu setzen. Das schaffe ich schon selber. Wie die Karre von einem Psycho-Killer. Astrein. Fahr damit zum Bloodshot-Dam und dann hupe nochmal, um reinzukommen. An sich, das Fahrzeug sieht schon mittelmäßig aus, aber ist auch besser.
Schutz zu sein. Lasst ihn rein. Ich versuche inzwischen Hyperion wieder ans Rohr zu kriegen. Bist du drin? Sehr gut. Roland muss hier irgendwo sein. Du schaffst das ganz bestimmt. Aber wenn Roland etwas zustößt, sieh zu, dass Roland nichts passiert. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders einkaufst, lass ich dich töten. Hallo? Ist das Ding an? Du kümmerst dich um die Blattschatz?
Sie haben versucht, Roland zu erledigen, seit er sie aus Sanctuary vertrieben hat. Ich hätte es wissen müssen. Genug. Alle Skypes gehören mir. Wieder ein sauberer Kill. Killskill. Es töten als Feindes erlaubt es jedem Feind, dem Schaden zu viel Gesundheit zu rauben. Ja. Lasst uns endlich verhandeln! Hyperion will Roland unbedingt haben. Selbst wenn sie ihn den Blattschatz nicht abkaufen. Okay. Sie werden ihn sich holen. Beeil dich! Da kann ich nicht komplett alles gewinnen. Das ist ja auch... Granate fliegt! Fight.
Ich bin doch so cool! Aufgehoben. Bloodshots, es ist nicht zu übersehen, dass die Crimson Raiders, die ihr bekämpft, brachiale Feuerkraft haben. Wenn ihr eine Chance gegen sie haben wollt, werdet ihr euer Arsenal aufstocken müssen. Ihr könntet eure Männer mit hochwertigen Waffen aus meinem Laden ausrüsten. Kauft bei mir ein, seht ihr die
dieser mörderische Bloodshot an. Findest du nicht, dass Pandora ohne diesen Abschaum besser dran wäre? Mehr will ich gar nicht. Nur diesen Planeten säubern. Das heißt, dass diese Bloodshots oder diese Crimson Raiders Idioten in Sanctuary. Dann mache ich das nur so gern. Der Widerstand braucht die Infos, die Roland über die Kammer gesammelt hat. Wir wissen, dass Hyperion sie öffnen will, aber nicht warum. Wenn du Roland rettest, haben wir vielleicht eine Chance, ihn aufzuhalten. Was sagt man dazu? Und die Knallfunde. Granate! Bewegung! Still! Geschieht dir recht. Ah!
Bitte still! Halt still! Der Slack-Schlucker darf auf keinen Fall Roland befreien! Ohne Roland gibt es auch keine Kohle! Ich und die Jungs haben eine Idee, eine super Idee. Wir bauen ihm einen Schrein, einen großen Schrein, schönen Schrein. Und er versorgt uns weiter mit Waffen. Mehr Waffen, mehr Waffen, mehr Waffen. Kammerjäger, freut mich, dich endlich kennenzulernen. Klasse, wie du dich durch die Bloodshots gekämpft hast. Dauert nur eine Sekunde. Okay, das war's. Und jetzt sehen wir zu, dass wir hier rauskommen. Kammerjäger! Du musst dieses Ding stoppen! Lass mich los, Patrick! So bezahlt Handsome Jack Lösegeld. Lange nicht gesehen, Roland. Soldat! Hier lang! Lass mich los, verdammt! Stopp! Ich liebe meine Kräfte! Stimmt nicht gut. Du bist jetzt schon lange tot. Ruft lauter, Jungs! Mach es, kann uns nicht hören! Roland? Verfluchte ich. Jack hat aber nicht etwa Wilhelm geschickt, oder? Sag bitte, dass er nicht Wilhelm geschickt hat.
Nicht bald, mein Freund. Wenn du woanders einkaufst, lass ich die Tür.
schöne Waffe. Wir treffen uns im Sanctuary. Ich habe einen Plan, wie wir Jack stoppen. Aber ohne dich geht's nicht. Du hast Roland gerettet. Dieser Planet hat auf einen Helden wie dich gewartet. Gott sei Dank hat Jack nicht Wilhelm geschickt.